Simon, schau mal da, film mal dahin. Da hockt er gerade, der Kilian, einer Review. Gerade eben Lager noch da, hat sich ein bisschen gesonnt, statt zu arbeiten. Was machen nicht hier alle? Note 10. Note 10 wurde gerade vorgestellt und jetzt sprechen wir auch über das Note 10. Gehen wir mal runter. Warte mal, lass uns hier nochmal was mitnehmen. Ja, auf jeden Fall. Nehmen wir auch sowas und in Blau. Sind die überhaupt schon? Keine Ahnung. Aber der eine Wachtmann da, der sah schon sehr, sehr muskulös aus. Der muss ein bisschen aufpassen. So, mal gucken, was Kilian macht. Als du gemerkt hast, dass die Kamera an ist, erstmal schön hingesetzt. Damit keiner sieht, wie entspannt du arbeitest im Liegen. Ah ja, aber hier, willst du machen? Echt? Hier, nimm. Ja, kein Spaß. Viel Spaß. Was? Wir filmen jetzt auch. Wir sprechen jetzt über das Note 10. Das ist wirklich scheiße. Kannst du nicht um den heißen Brei herumgehen. Das bringt überhaupt nichts, dieses Feature. Das sieht dann so ein bisschen aus wie so ein Harry Potter oder sowas vor dem Smartphone, der so irgendwie rumfuchtelt, um so Funktionen auszuführen. So, nachdem wir Kilian eben ein bisschen von der Arbeit abgehalten haben, haben auch wir jetzt ein schönes Plätzchen gefunden mit auf dieser tollen grünen Wiese und reden mit euch ein bisschen über das Galaxy Note 10. Denn Samsung hat heute sein neues Note-Modell vorgestellt und hier gibt es auch gleich eine Premiere, denn zum ersten Mal hat Samsung vom Note gleich zwei Modelle vorgestellt. Und zwar das Standardmodell Galaxy Note 10 und das etwas größere, besser ausgestattete Galaxy Note 10 Plus. Und der Simon sitzt gerade neben mir, einfach, also der Mann, der normalerweise hinter der Kamera steht, ganz einfach deswegen, weil ihm eine Sache ja irgendwie gar nicht schmeckt, obwohl das Galaxy Note 10 ein ziemlich geiles Gerät ist. Die ist wirklich scheiße. Kannst du nicht um den heißen Brei herumgehen. Das bringt überhaupt nichts, dieses Feature, aber darüber sprechen wir gleich. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit den ganz normalen Sachen an. Wir haben uns das Handy gerade mal angeguckt. Es ist ein wirklich sehr schönes Smartphone, es liegt gut in der Hand, sieht toll aus, aber fangen wir gleich mit dem ersten an, der Preis. Also es ist nicht günstig. Wo fängt es an? Ab 949 € für das Galaxy Note 10. Und dann gibt es aber auch noch das Note 10 Plus mit 1099 € für 256 GB. Und für 512 GB werden dann schon 1199 € fällig. Und das ist eine ganze Stange an Geld. Ja, es geht schon fast in die Apple-Kategorie, was die Preise angeht. Oh ja. Also ja, es ist aber auch kein Handy, was jetzt, glaube ich, so für den Otto-Normalverbraucher gedacht ist. Es ist ein Business-Handy, man kann damit Notizen machen. Man kann Fotos machen, wie mit den anderen Galaxy S10-Modellen natürlich auch. Genau. Ist ja auch, glaube ich, die gleiche Kamera, oder? Ist die ein bisschen verbessert worden? Es ist quasi die gleiche Kamera, Triple-Kamera. Das Note 10 Plus hat sogar eine Quad-Kamera. Auch darüber sprechen wir gleich. Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal mit dem Optischen einfach an, mit dem Design. Also auf der Vorderseite fällt gleich auf, Hammer, du hast quasi nur noch Bildschirm, 6,8 Zoll beim Note 10 Plus mit extrem schmalen Displayrändern und dadurch hat Samsung es auch geschafft, quasi diese große Bildschirmfläche in das Gehäuse eines Galaxy Note 9 zu packen. Die sind fast gleich groß, obwohl der Bildschirm 0,4 Zoll größer ist. Das Note 10 hat 6,3 Zoll und ist dadurch nochmal ein bisschen kompakter, schon fast mit einer Hand bedienbar. Was auch auffällt, ist, dass die Kamera jetzt nicht mehr oben rechts im Display verbaut ist, also dieses kleine Guckloch, sondern jetzt mittig platziert ist, was eigentlich auch cool ist. Wir haben es mal ausprobiert mit Filmmaterial, es stört eigentlich überhaupt nicht, wenn man da jetzt auf dem Display was guckt. Was ein bisschen schade ist, wir haben die Funktion jetzt nicht gefunden, vielleicht wird die aber hinterher per Software nochmal nachgeliefert. Nicht auf Anhieb, wir haben jetzt nur mal kurz durchgeschaut, du meinst jetzt quasi oben, ob man es ausblenden kann, ne? Genau. Ja. Aber das kann ja auch durchaus per Software. Ich finde es eigentlich ganz cool integriert. Übrigens hat jetzt Samsung auch hier nur eine Single-Kamera verbaut. Beim S10 Plus gab es ja diese Dual-Frontkamera auf der rechten Seite. Ja. Aber es sah auch irgendwie ein bisschen komisch aus, wenn da so ein fettes Ding so mitten oben in der Mitte ist. Jetzt halt Single-Kamera, finde ich, stört gar nicht so sehr wie jetzt zum Beispiel eine Notch oder so. Nee, sieht super aus. Specs? Was können wir dazu sagen? Ja, das Galaxy Note 10 und Note 10 Plus sind eigentlich fast identisch ausgestattet. Das Note 10 Plus hat noch mal ein bisschen besser. Also es hat im Grunde die gleiche CPU, den 8925, wenn ich mich gerade richtig erinnere, von Samsung selbst mit 2,7 GHz maximal getaktet. Super schnell, da könnt ihr euch auf jeden Fall auf extrem gute Performance freuen. Arbeitsspeicher gibt es auch jede Menge, 8 GB beim Galaxy Note 10, 12 GB beim Galaxy Note 10 Plus, also performance-technisch. Ey, ganz ehrlich, was soll man da noch sagen? Eigentlich im Grunde ist das halt überdimensioniert für so ein Smartphone. Ja, es ist wirklich super. Jetzt reden wir auch ganz viel über Specs und so. Falls ihr das nochmal alles nachlesen wollt, guckt einfach unten in die Videobeschreibung. Ja, genau. Da ist der Artikel von Dennis nochmal verlinkt. Könnt ihr nochmal alles in Ruhe nachlesen. Sogar in der Tabelle. Schön zusammengefasst. Sehr schön. Kommen wir jetzt zu den Sachen, die mir nicht so gut gefallen. Es ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Handy, aber Samsung hat so ein paar Sachen verändert. Jetzt kommt schon wieder die Wespe an. Geh weg.
hat so ein paar Sachen verändert, die uns jetzt, vor allem mir, jetzt nicht so gut gefallen. Ich bin da ganz bei dir. Fangen wir mit dem ersten Thema an, das ist die fehlende Klinkenbuchse. Samsung geht jetzt auch den ersten Schritt und sagt, okay, wir befinden uns in einer Zeit, wo immer mehr Leute per Bluetooth-Kopfhörer Musik hören. Und wer wirklich noch seine Klinken-Kopfhörer verwenden möchte, der müsste vielleicht auf einen USB-C auf Klinke-Adapter verwenden. Der wird immerhin mitgeliefert. Immerhin, aber ärgerlich ist es schon ein bisschen. Aber das Ganze hat auch einen Grund. Sie haben gesagt, indem Sie einfach USB-C verwenden, können Sie das ganze Gerät noch ein bisschen flacher machen. Hätten Sie eine Klinkenbuchse verwendet, wäre das Gerät wieder ein bisschen dicker geworden. Weiterer Grund? Ja, kann man verstehen. Für mich ist es jetzt auch nicht so das Problem, weil ich größtenteils Bluetooth-Kopfhörer verwende. Aber die Leute, die immer noch... Ich mittlerweile auch, ja. Vor allem die sich teure Kopfhörer gekauft haben, die gucken jetzt natürlich so ein bisschen in die Röhre. Ja, zweiter Punkt, warum die Klinke weggefallen ist, ist ganz einfach der Akku. Ja. So konnte man auch noch einen größeren Akku quasi in das Smartphone bauen, obwohl da noch ein Stift drin ist. Die Akkukapazität ist jetzt irgendwie, finde ich, meiner Meinung nach jetzt nicht extrem für das Galaxy Note 10 Plus. Da wurde jetzt 4.300 mAh verbaut. Das kann Huawei auch in einem deutlich kleineren Smartphone, aber da hat es auch keinen Stift mit, auch mit drin. Ne? Und da wären wir schon bei dem großen Thema, wo ich finde, dass Samsung ein Feature mitliefert, was zwar auf den ersten Blick ganz cool aussieht, aber eigentlich hätten sie es sich auch sparen können. Also klar, den Stift meinst du? Ja, also es ist ein großes Smartphone, ohne Frage. Und ich kann den Schritt verstehen, dass man sagt, okay, man hat ein großes Smartphone, hacken wir einen Stift mit bei, dass der Nutzer es benutzen kann. Aber was ich gesehen habe während der Präsentation, es wurden nur Beispiele genannt, wo ich so drauf gewartet habe, wann kommt jetzt endlich der große Nutzen von diesem Ding. Weil man kann sich Notizen machen, finde ich super. Dafür ist dieser Stift, glaube ich, ganz gut. Aber diese Hauptfeatures, die angepriesen wurden, sind zum einen, dass man diesen Stift ja auch als Fernbedienung benutzen kann. Sprich, ihr wollt ein Selfie machen, weil ganz ehrlich, für die Rückkamera kann man es in der Hand halten. Dafür braucht man diesen Stift jetzt nicht. Aber stellt euch vor, ihr seid im Urlaub, mit der Familie, wollt ein Gruppenfoto machen, ihr platziert das Smartphone irgendwo, muss man auch erstmal die Möglichkeit haben, dass man es auf eine bestimmte Höhe, also es spielen viele Faktoren mit bei, dass man diesen Stift überhaupt verwenden kann. Und dann könnt ihr diesen Stift nehmen und bestimmte Wischbewegungen ausführen, sodass ihr im Nachhinein noch den Bildausschnitt variieren. Das sieht dann so ein bisschen aus wie so ein Harry Potter oder sowas vor dem Smartphone, der so irgendwie rumfuchtelt, um so Funktionen auszuführen. Ganz ehrlich, da kannst du auch einfach mit dem Finger auf den Touch rumfummeln und hast das gleiche Ergebnis. Oder man fragt halt einen Passanten, von wegen, können Sie bitte eben schnell ein Foto von uns machen? Ja, aber bei diesen Funktionen, so rumfuchteln, das ist ja quasi, dass es hat das benutzt. Das ist genau die gleiche Scheiße, wie damals bei diesem Smartphone wurde mit Gestensteuerung das Handy steuert. Du meinst das LG, dass das gerade rauskam? Das ist doch völliger Mumpitz. Also ich finde es, ist cool, vielleicht kann man dieses Feature auch in irgendeiner Form noch weiter ausarbeiten, aber jetzt für den Anfang finde ich es doch, es ist eher so ein Feature, so von wegen, guck mal, was man damit machen kann, aber man wird es am Anfang vielleicht ein, zwei Mal nutzen, aber danach wohl eher nicht. Das glaube ich auch. Ich glaube, aber jemand, der ein Note nutzt, der wird auch einen Stift etwas verwenden. Wir haben eben noch mit Kilian gesprochen von einer Review. Er hat das Zeug immer benutzt, um Einkaufszettel oder so, oder Notizen einfach zu machen. Und seine Freunde aus dem Studiengang, die irgendwie auch noch zeichnen in ihrer Pause oder sowas. Aber das ist halt wahrscheinlich eher so die kleinere Zielgruppe. Die große Zielgruppe ist wahrscheinlich halt doch eher Business-Anwender, die einfach darauf Notizen machen oder irgendwas. Den Rest kannst du eigentlich auch mit dem Finger machen. Ob jetzt man den Stift das wirklich braucht. Nein, man braucht den nicht. Ja. Also ich würde ihn nie gebrauchen, aber es ist wahrscheinlich eher eine Anwendungssache tatsächlich. Absolut. Trotzdem cool, dass er mit dabei ist, aber es als Hauptfeature zu verkaufen, finde ich dann doch schon ein bisschen schwach. Versteht uns nicht falsch, Samsung hat ein wirklich tolles Smartphone auf den Markt gebracht. Beziehungsweise wird es auf den Markt bringen. Ja, genau. Aber so lange dauert es ja auch nicht mehr. Wann genau ist, darüber sprechen wir gleich noch. Tolles Display, aber auch eine tolle Kamera. Ja, auf der Rückseite sitzt eine Triple-Kamera beim Galaxy Note 10. Die ist im Grunde gleich zum Galaxy S10 bzw. S10 Plus. Ihr habt eine Weitwinkelkamera, so für Standardaufnahmen, Porträtfotos und so weiter. Dann eine Ultra-Weitwinkelkamera, um so viel, 123 Grad zu erfassen. Das ist eigentlich ziemlich cool. Und es gibt dann noch eine Telelinse, um zu zoomen. Hier gab es auch ganz viele Gerüchte, dass es eine Periscope-Linse wäre, wie beim P30 Pro. Nein, vergesst es. Hier ist eine ganz normale Standard-Tele-Linse mit zweifach optischem Zoom, wie ihr es auch schon beim S10 kennt. Und das Galaxy Note 10 Plus hat
on top quasi noch eine Time-of-Flight-Kamera bzw. Sensor, also die Triple-Kamera plus Time-of-Flight. Also ganz einfach, um halt nochmal ein paar Tiefeninformationen mit dazu zu kriegen, zum Beispiel bei Porträtfotos, dass man halt einfach den Vordergrund besser vom Hintergrund unterscheiden kann. Wir haben es ja schon mal ausprobiert, ganz oft, bei verschiedenen Smartphones. Falls nicht, dann jetzt zum aktuellen Smartphone-Kamera-Vergleichstest wechseln und da schnell reingucken, wie die Handys abgeschnitten haben. Ganz genau. Bleiben wir ganz kurz auf der Rückseite, wo sich die Kamera befindet, um über die Farben zu sprechen, beziehungsweise die Optik von dem Smartphone. Vorher können wir noch mal über das Mikrofon sprechen. Stimmt, ganz vergessen. Samsung hat nämlich ein recht cooles Feature eingebaut, wo wir erst noch mal testen müssen, ob es wirklich so cool ist. Aber in der Theorie soll es so sein, wenn ihr ein Video macht und dann auf ein Objekt reinzoomt, beispielsweise ein Straßenmusiker oder so, dann zoomt auch das Mikrofon mit rein, was den Vorteil hat, dass andere Geräusche, die jetzt gar nichts mit dem Objekt, auf das ihr fokussiert, zu tun hat. Zum Beispiel kreischende Kids um einen herum. Man kennt's. Die werden ausgeblendet bzw. herausgefiltert oder vielleicht ein bisschen abgeschwächt. Finde ich sehr cool. Ob es wirklich so funktioniert, das konnten wir jetzt leider hier gar nicht so genau testen. Das müssen wir dann nochmal zurück, wenn wir zurück in München sind, dann machen. Genau. In der Redaktion. Aber in der Theorie klingt es erstmal sehr gut. Aber denke auch. Kommen wir jetzt zu den Farben. Die sehen nämlich auch sehr schön aus. Ja, das Design ist ganz ehrlich der Hammer. Wie gesagt, das Display auf der Vorderseite ist schon der Wahnsinn, weil Displayränder so extrem dünn sind. Die Farben auf der Rückseite sind aber auch ziemlich geil, weil es gibt 4 verschiedene Farben, beziehungsweise 3 pro Gerät. Also ihr habt dann einmal bei dem Note 10 Plus so eine das nennt sich glaube ich Aurora Glow. Mhm. Wenn ich mich gerade nicht ganz die Farben enttäusche. Ich kenne die Farben alle nur von Apple. Da sind sie Space Gray. Jetzt bei Samsung heißen sie... Lage mich jetzt nicht drauf keine fest, Ahnung. Ehrlich gesagt. Die Farben sind grob gesagt weiß, schwarz, so eine Farbe, die man nicht genau definieren kann, weil je nachdem, wie das Licht rausscheint, es unterschiedlich aussieht. Das reflektiert eher. Auf den ganzen Leak-Foto sah es aus, als ob es einfach so ein Verlauf wäre, ja, von lila über blau zu weiß. Aber ganz ehrlich, in der Praxis, wenn wir es uns angucken, das ist der Wahnsinn. Es sieht irgendwie zuerst silber aus, wie so ein Spiegel. Dann dreht man das Ganze, dann ist es auf einmal orange, dann ist es irgendwie wieder blau. Ganz ehrlich, es sieht mega aus. Ja. Und dann gibt es halt noch Schwarz. Schwarz hatte ich schon, aber Rot gibt es noch. Weiß und Rot. Ja, Rosé. Pink. Rosa. Also es ist rosa. Es ist rosa. Wir sind Männer. Es ist pink. Ja, für uns alles pink. Stimmt. Ja. Ist ja auch völlig egal, welche Farben das jetzt sind oder wie die genau heißen. Das könnt ihr nochmal in dem Artikel dann genau nachlesen. Ja, also nochmal zusammengefasst, das Galaxy Note 10 finden wir wirklich toll. Es ist ein super schönes Smartphone, das extrem gut ausgestattet ist. Nur über die Stiftfunktion, ja, darüber kann man streiten, ob man sie braucht oder nicht. Aber ganz ehrlich, eigentlich braucht man sie nicht. Aber im Note hat es seine Daseinsberechtigung, weil es gibt die entsprechende Zielgruppe, die auch einen Stift verwendet. Ob man jetzt die Funktion mit diesen Air-Actions, die Zauberstab-Ding da irgendwie wirklich braucht oder benutzt, glaube ich, ist eher weniger. Es aber sieht für Notizen. Aus, aber wenn man, glaube ich, in die Situation kommt, ist man dankbar, dass die Funktion da ist. Schön ausgedrückt. Aber man sieht halt aus wie ein Idiot. Aber das, los, ist ein, zoom ran. Das ist ein anderes Thema. Ja. Ansonsten beides sehr tolle Smartphones. Sie unterscheiden sich eigentlich kaum. Vor allem in der Größe, kleinere Auflösungen bei dem kleineren Modell, höhere Auflösungen bei dem größeren Modell. Eine Sache fehlt mir, neben dem, dass es keine Klinkenbuchse mehr gibt. Das kleinere Modell, also das Galaxy Note 10, hat keine Speichererweiterung mehr. 256 GB müssen hier ausreichen. Das große Modell kann man halt um 1 TB per MicroSD-Karte nochmal erweitern. Also es sind eigentlich so 2 Sachen, die mir fehlen. Wie gesagt, MicroSD-Karten-Slot beim kleinen Modell und die Klinkenbuchse. Genau. Bei beiden Modellen. Ja, das war unser Ersteindruck vom Galaxy Note 10 und 10 Plus. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, alle weiteren Informationen zu den Geräten findet ihr unten in der Videobeschreibung, in dem verlinkten Artikel. Ich muss jetzt gucken, dass ich das ganze Video noch zugeschnitten bekomme, weil nachher ist noch hier Party angesagt. Also ihr seht nachher, ob er es geschafft hat. Ja, also wenn es pünktlich um 22 Uhr online geht, dann habe ich es geschafft. Und da falls nicht, dann nicht. Dann nicht. Genau. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Tschüss.